rechts. Oh, pass auf, da rechts. Yes. Übelst gut, Mann. Bist du der Pro, Alter. Heilig, heilig. Lieber, ich hab's gehört, zu spät. Ich muss weg. Also. Alter, du lagst ganz schön irgendwie. Was ist denn los da? Hey. Hey, nein. Fuck, was ist denn nun? Hast du irgendwas gedrückt? Nee. Ja, ist das stört. Hey, Bildschirm ist schwarz. Könnte das mit dem PC sein? Ja. Mach mal den Affengriff. Ja, gut, aber wir sehen ja gar nichts, der Bildschirm ist ja aus. Ja, aber ich hab ja die Befehle im Kopf. Die. Ah, Taskmanager, warte. Das müsste der ganz oben sein. Da geht nichts mehr. Was passiert? Plötzlich war der Strom weg. Nichts mehr. Lass mal googeln, was da los ist. Ich hab eine Störung hier. Nee, ich hab kein Internet. Siehst du das? Kein Netz? Tatsächlich. Was machen wir denn jetzt? Also erstmal einen Schlauch. Ja, aber erstmal eine Shisha rauf. Ja, genau. Wahrscheinlich. Vielleicht hat sie es gleich gehabt. Ja, aber wenn wir jetzt sowieso Zeit haben, dann wir wollten ja noch so ein Rückblicksvideo irgendwie machen. Wollen wir das vielleicht aufnehmen? Oder wir lassen mal erstmal, wir könnten ja erstmal planen, was wir sagen und so. Mal einfach brainstormen, was so passiert ist in den ganzen Monaten Shisha-Team. Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben, unser erstes Video? Mit dem Cherry Film. Ja, und das soll überlegt, warum wir den nicht mehr gehört haben. Hey Jungs, Bock auf den Frozen Joghurt? Ja, Mann. Ja, Mann. Nice. Ja, Mann. Ja, Leute, man. Seit 11 Monaten. Sind wir dabei? 11 Monate Shisha-Team. Am 30. Januar, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Ja, das wäre gestern gewesen. Video. Ja, wie das auf Anhieb auch das erste. Wisst ihr noch, wie das geklappt hat? Unser erstes Video? Das war ein One-Shot. Wir mussten das nichts aufnehmen. Ja, nee. Ohne Feuer. Willkommen auf unserem neuen Kanal. Ich bin der Ali. Ich bin Max. Ich bin Ali. Heute geht es um. Generell bei Chaos mal angesprochen haben. Die Einsprecher, richtig gut. Du hast das immer eingesprochen und ich habe es richtig schön. Die Geheimnisse um die Chaos-Sorten hören einfach nicht auf. Auch wenn sich in der Dose weder Schlangenhaare aus der griechischen Mythologie noch limitierte Luxusartikel aus Mailand befinden, werdet ihr hier euer blaues Wunder erleben. Mal wieder eine einmalige Kombination, die für Begeisterung sorgen wird. Jami Peach Mint. Kennst du das Video noch? Jami. Als wir uns extra noch Importware geholt haben. Der Pfirsich aus der Dose. Der Pfirsich. Ja. Der war doch so schade. So, also als allererstes, mach dir mal auf. Das ist jetzt hier so ein mega einfacher Verschluss. Und ihr seht schon, relativ viel Molasse. Wie ihr sehen könnt. Und ich würde ihn einfach mal abgießen vorher. Habe ich hier so ein normales Küchensieb. So, für einen Kopf würde ich sagen, reicht so ein halber Pfirsich locker aus. Ja, mega gut, ey. Und die Leute haben uns das nicht abgenommen. Ja. Ach, das ist schlecht. Ich dachte echt, dass das Tappe wie viel Anfragen wir gekriegt haben. Ja, oder? Also, wo es den gibt und so, ja. Du musst den Importeur irgendwie bestechen. Oh, aber dann sehe ich hier den Absolem. Boah, ja. Oh, da war mir komisch. Das ist komisch. Oh, ja, diese Tunes sind richtig gut. Absolut. Wird auf diesem Kanal auch nie wieder erscheinen. Nee, wir haben eine Playlist von Absolut. Da ist ein Video. Ja, Video ja. Das ist der, was er mehr als genug. Also lieber der Farmer. Ja. Der Farmer. Der Farmer. Das war auch so ein Video. Free Devil. Den Tabak, der Tabake zu rauchen, die Alvaha Elite Edition, der beste, schlechteste Tabak der Welt, Alvaha Pharma. Nachdem wir hier so viele Videos von irgendwelchen Tabaksorten gemacht haben,
Die erste Shisha-Vorstellung. Ja, Mann. Die Amy Ferrastil, die ich mir gekauft habe. Ja, und da hatten wir doch auch Stromausfall. Das ist nicht so. Stimmt, da gab es auch technische Probleme. Ja, die haben wir irgendwie ständig. Ja. So ein bisschen was von der Bazooka irgendwie. Boah, Alter, ich glaube, die Explosion hat den Strom ausgeschaltet. Ganz schön dunkel, oder? Ja, wie gut, dass wir die neue Amy Deluxe haben, die mit Klatschsteuerung Licht anmachen kann. Dann gucken wir doch aus. Boah, wie geil ist das denn? Das Video kam auch echt gut an. Wenn ich das hier so sehe, die ganzen Aufrufe, ist es umgeschlagen, ganz weit vorne mit dabei. Im Moment der Ausstrahlung dieses Videos. 4.764 Aufrufe. Krass. Leute, guckt die anderen Videos mal auch so oft. Ja, kann man. Das, was mir als nächstes so auffällt in der Liste, der Doppelapfel. Boah, Doppelapfel, das haben wir draußen. Richtig. Sonnenreife, schön Tee dazu. Ihr seht schon ein ganz anderes Setup heute, schön mit Tee. Was für eine Shisha haben wir heute? Die High-Class Supermarkt Shisha von vor 15 Jahren. Also die ist schon etwas älter, funktioniert aber trotzdem noch tadellos. Also ich war echt überrascht, als ich die vorhin ausgepackt habe und nochmal sauber gemacht habe. Läuft. Wissen wir, wo der Eismann hier war? Ja, der Eismann, der war auch klasse. Und der besiegte Junge, der da Eis gekauft hat. 20 Euro Schein, ey. 20 Euro für ein Eis. Hallo. Hallo. Was magst du denn haben? Eine Kugel Vanilleeis. Ja klar. Magst du auch ein bisschen Blaubeersauce dazu? Ja. Kein Problem. Mach ich dir fertig eine Waffe. Guten Appetit! Dankeschön! Tschüss! Ciao! Jetzt haben wir kein Internet, schlechtes Wetter draußen. Kann man nicht mal wirklich aus irgendwas unternehmen. Max, weißt du, wenn ich nochmal richtig Bock hätte? Ja. Das war ja richtig geil. Ja, Sonne, Strand und Meer. 30 Grad oder so. Richtig warm. Test! 1, 2, 1, 2! Alarmposition, es geht los! Kameramann! Sofort auf deinen Platz! Mich zurückgelassen habt, aber ich an diesem Tag meinen absoluten Favorite 2017 und wahrscheinlich auch noch, ich sage es voraus, 2018 geraucht habe. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Den Chaos Toxic! Du bist halt auch fast draufgegangen, ne? Also du spielst es jetzt so runter, aber ja. Du lagst im Sterben. Du warst gelebt quasi vor deiner Couch. Ja, das stimmt. Es war ganz schön krass. Du hast gerade so rumgeheult, Kanne und so, du warst ja auch noch mal alleine unterwegs. Hast du noch dein Video aus Ungarn? Das ist sogar ein Video, Alter. Schäbigen Hollywood-Schaukel. Ey, es war abends um 22:30 oder so, ungelogen. Es waren noch 33, 34 Grad. Ich habe mich da irgendwo in der Ecke verkrochen. Die Leute haben mich von der Straße aus die ganze Zeit angeguckt. Doof, was macht der da? Und diese riesen Küche, wo du die Kohle anmachen konntest. Hammer, oder? Ja. So eine Küche wünscht ihr euch doch. Das war der Wahnsinn. Oh ja, da hatte man endlich mal Platz. Aber generell unsere Sommervideos. Wie wir eigentlich gedacht haben, wir können jeden Tag raus an den Kanal und drehen da ein ordentliches Video und zeigen, wie wir da baden gehen und sonst was. Und dann der Sturm. Das ultimative Gewitter. Ich muss da mal ein Fahrrad nach Hause. Ich bin noch gut an dir vorbeigefahren. Es hat so geregnet. Hat dich bemitleidet. Ja, es hat so geregnet. Ich glaube, wir lassen das echt sein. Oder? Alles zusammengepackt. Die Kohle mussten wir leider zurücklassen.
aber den Kopf haben wir gerettet. Also der geht noch, den werden wir gleich weiter für euch smoken. Auf jeden Fall übel, aber das ist Sommer. Sommer in Deutschland. Also was wäre ein Sommer ohne so ein nices Gewitter eigentlich? Ist sie noch der Heartbreaker? Heartbreaker. Das ist so miese Arschlöcher. Ich war dermaßen verliebt und dann gleichzeitig am Boden zerstört. Ich glaube, es war doch diesen einen Tag, wo es so richtig, richtig heiß war und wir einfach nicht wussten, wie wir uns abkühlen sollten. Ja, Mann. Stimmt noch. Und dann hatten wir den Froster da. Und plötzlich war es Hey Leute, chillt mal. Oh, ist ganz schön kalt geworden. Ja. Gönnt euch den auch mal. Boah, der kühlt richtig. Gönnt euch mal einen Zug. Der spinnt doch. Ist ihm kalt, der spinnt doch komplett. Was? Alter. Ich glaube, Star Blau hat echt viele Videos. Ja, das stimmt. Ja, die haben auch viel gut getan. Ja, kann man nicht leugnen. Star Blau ist immer wieder eine verlässliche Marke. Ja. Anders als andere Hersteller. Das ist ja noch Adalia. Wie uns Adalia enttäuscht hat. Wie uns Alashami auch enttäuscht hat. Ja. So viel Tabak, der früher richtig gut war und dann plötzlich nach nichts mehr geschmeckt hat, weil er gekratzt hat wie blöd. Ostern fällt mir noch ein. Ostern war auch so ein Video. War Flo da zum ersten Mal mit auf dem Video drauf? Der Baum? Ich glaub, der Baum, der Flo war da zum ersten Mal auf einem Video. Das ist geil! Ein Baum. Wisst ihr, wer sie noch gut geschlagen hat? Der König! Der König! Ja, Mann! Das Herrentag-Spezial! Yeah, yeah, wir heute auch am Start hier. Ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Nö. Aber wisst ihr, was auch noch ein persönliches Highlight 2017 von mir war? Die Shisha-Messe in Frankfurt. Ja. Wie geil war das für uns? Das erste Mal Shisha-Messe und wir fahren nach Frankfurt. Und landen im falschen Hotel. Genau. Oh, ja. War das ein bisschen peinlich, war es schon. Bisschen. Aber die Eindrücke, die wir da gesammelt haben, waren schon geil. Das war jeden richtig Teil. Cool. Ja, so. Ja, cool. Maxi muss mit reinkommen. Grüßen, Junge. Warst du auf den Kopf kommt, was du willst. Das ist der Kinder. Wir sind hier am Start. Wir haben den Spinni gefunden. Echt? Tschüss. Jetzt sind wir wirklich raus. Wiedersehen. Tschüss. Bye bye. Schwarzbild. Wie wir ewig durch die Stadt gefahren sind, die müssen nicht mehr vor sich haben. So ein Scheiß, ey. Und dann haben wir noch zum Parkhaus geparkt. Ja, von so einem Einkaufszentrum. Ja, für 14 Euro am Tag oder so. Aber gut. Was macht man nicht alles? Fürs Shisha-Team. Für euch. Ja, genau. Ja. Was machen wir nicht für unsere 208 Abonnenten, die wir bis jetzt haben? Jetzt ohne Scheiß, habt ihr damit gerechnet? So viel. Das ist wahr. Also ich hätte gedacht, 100 Abonnenten das in einem Jahr. Das war das Ziel auf jeden Fall. War das Ziel, ja. Und wir haben uns einfach mega überrascht damit, dass wir doch so gut ankommen mit dem, was wir machen. Und ich muss sagen, am Anfang haben wir versucht, die zu scripten. Ja, haben wir so, wer sagt was und sowas. Und irgendwann haben wir uns davon vollkommen entfernt und sind jetzt einfach nur noch locker am Labern. Und es läuft. Und
euch macht Spaß und uns macht dadurch noch mehr Spaß. Richtig. Das ist natürlich richtig geil. Und nach der Messe kommen wir durch die ganzen Videos, die wir über die Tabak, die neuen Tabaksorten, die wir gestellt oder gekauft haben. Und dabei Nameless Summer Feeling. Generell Nameless. Also das ist eine Bekanntschaft, die wir durch Frankfurt ja auch gemacht haben mit Tommy. Oder ja doch, mit Tommy. Da war es erstmal nur mit Tommy, genau. Genau, und dann hat sich das ausgeweitet. Tommy, da ist es wieder. Ja, du hast uns echt mit am meisten unterstützt mit Sachen, die wir so testen konnten. Richtig, kein Ich finde auch, das sollten wir nochmal erwähnen und nochmal ein großes Dank aussprechen. Wir haben es in den Videos selbst natürlich schon gemacht, aber ja, mit welcher Selbstverständlichkeit er uns, obwohl wir ja wirklich relativ klein sind, irgendwie die Produkte zur Verfügung gestellt hat, damit wir die für euch testen können. Damals zum Messer hatten wir nicht mal 100 Abonnenten. Nee. Und dann, er kam auf uns zu und meinte einfach so, ist mir doch egal. Ja, wir wollten den One Smoke, bitte testet den doch einfach. Er meinte, wir wachsen zusammen. Wir unterstützen uns gegenseitig und das war halt wirklich einfach mega sympathisch von ihm. Und der One Smoke, wenn ich mich daran zurückerinnere, ja, was wir da schon wieder für den Scheiß abgezogen haben. Oh, Alter, das war knapp. Oh, Scheiße, ey. Kein Level. Mann, ich weiß, wo das Problem liegt. Du hast nur eine Shisha dabei drauf und du hast gar keine Rauch. Kannst du vielleicht zocken ohne eine Scheiße? Mann, das hört nicht auf. Alter, Rage Quit. Lass mal eine Shisha mal zum Grundsatz noch. Das macht jetzt ja die Bude auseinander. Mach mal. Gerne, warte, ich wollte. Leg die Krone rauf. Nein. Wir haben keine Kohle mehr. Scheiße. Also die Sockelleiste hat mich eigentlich noch nie enttäuscht. Wie meintest du nicht, in deiner Tasche ist noch was? Ja. Ich habe Anna gefunden, aber keine Kohle. Meine Autoschlüssel. Hat sich jemand was zu essen? Warum läuft die Mikrowelle? Ein Stück. Wir haben zum Beispiel ein Video. Auch eins unserer ersten. Das 1, 2, 3, 4, das fünfte Video. War ein Masaya-Tabak. Hat 1.200 Aufrufe. Und ich verstehe es nicht. Leute, warum denn Masaya? Ja. Hatten wir eins in Masaya? Nee. Können wir auch mal ein Revue passieren lassen. Was haben wir getestet in den ganzen Jahren? Masaya war dabei, aber war nie gut dabei. Die Manti Biminati war der Einzige, der es bei uns, glaube ich, mit Überzeugung ins Video geschafft hat, weil er einigermaßen gut war, aber nicht. Er hat ein bisschen nach was geschmeckt, ja. Richtig. Aber alle anderen, davor hatte ich diesen Kiwi von Masaya, Kiwi-Zitrone. Ja, stimmt. Der hat nach kaum was geschmeckt. Diesen Loisy. Ganz neu. Genau. Das war alles eher so was Fruchtiges. Wir hatten ja auch viele Tabaksorten, die halt von dem Fruchtigen weggingen. Zum Beispiel der Nicolatte. Wo man, der einfach mitten in der Nacht so mit dieser Gedanke kam, jetzt was Süßes und du dann deinen Toast damit geschmiert hast. Wie ich mir meinen Toast hier. Okay, wie kann man so verpeizern, wirklich nach draußen stehen? Ich weiß nicht, was da los war mit uns. 3.28 Uhr nachts. No, jetzt erstmal eine Nutella-Stulle. Moment mal. Später. Moment mal. War wieder Start Now. Also ich würde sagen, Start Now ist eine der Top-Marken. Neben Chaos muss ich sagen. Chaos, neben Chaos. Wie viele Chaos-Sorten haben wir rausgehauen? Das stimmt. Und auch Hasso. Hasso, die fucking Crazy Line. Aber da muss man sagen, Hasso hat das gleiche Problem zwischendurch gehabt wie viele andere Hersteller.
die sind mittlerweile auch nie mehr oder nicht mehr zu ihrem alten Standard zurückgekommen. Ja, das stimmt. Der, ja, der Mighty Mango Kuya schmeckt nicht mehr wie früher. Der Sherry Chito, Shisharito, wie er jetzt heißt, ist auch nicht mehr so wie die erste Produktion. Ja, das die fand ich Bombe. Mhm. So geil war kein anderer. Wisst ihr noch unser Besuch im Layal Shisha Shop? Komm vorbei, Layal, der Shisha Shop. Im Herzen der Altstadt Spandau, Havelstraße Nummer 8. Meine Stadt, die ist lauter, ich liebe es auch. Aber wenn du wie ich meine Auszeit brauchst, komm mit zu Layal, denn da tanken wir auf. Alle sind gut drauf im Shisha. Ich erinnere mich noch an einen schönen Sommertag, wir gerade davon gesprochen haben, dass wir nicht viele hatten. Aber einen hatten wir, da waren wir bei mir. Da war es einfach richtig heiß. Wir wollten einfach eine Abkühlung. Ja, aber da müsste man eigentlich auch direkt nochmal reingucken, um sich den Sommer nochmal zurückzuholen. Finde ich auch. Die einfach die Shisha nochmal komplett abgerundet haben. Ja. Wo wir dann zwangsweise drauf zugreifen mussten, weil unser Tonkopf kaputt gegangen ist. Das war auch kein schöner Tag. Nee. Wisst ihr das noch? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht wie an traurig du, Tonkopf denke. Wie traurig du warst. Ja, der Tabak ist hier, aber ohne Kopf ist schwierig, oder? Wirf mal rüber, bitte. No! 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 Shisha aller Zeiten? Geht denn noch die beste Shisha aller natürlich, Zeiten? Natürlich, mit der rauchen wir doch ständig. Ja, immer, jeden Tag, oder? Also der letzte Kopf und Tag muss mit dieser Shisha geworden werden. In Kombination mit Polypropylen, aus dem nahezu alle restlichen Bauteile bestehen, bekommt man so eine Shisha der Extraklasse mit herausragenden Eigenschaften wie Bruchfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Der Geschmack kommt auf jeden Fall schon mal durch. Also es ist halt auch krass, ne? Es raucht eigentlich noch gar nicht so richtig und trotzdem schmeckst du wirklich schon 100% Doppelapfel. Oh ja. Doch, an ein Video erinnere ich mich noch. Das hast du mit Dennis gemacht, da erinnere ich mich. Habt ihr so einen Dönerspieß getestet, weißt du das noch? Also, wo man sich auch keinen Kopf machen, dass er jetzt das Holz sich mit Feuchtigkeit vollzieht und das dann irgendwann anfängt zu faulen oder so. Jo. Alles klar, so, wir bauen wieder zusammen, machen uns ein Köpfchen an und dann bis gleich. Wie die Kaya hier geliefert ja, wurde. Ja. Das war doch auch richtig. In der viereckigen Box, das Ganze gab's, die 250 Gramm für 13,90 Euro oder so hier auf Gran Canaria. Also der Preis fand sich mega gut. Gar nicht so genau, waren es 17,90 Euro. Jetzt kommt gerade so eine ganz schlimme Erinnerung zurück. So eine richtig eklige. Richtig eklige? Ja, da war es. Das war auch wieder ein Tag. Es gab doch relativ viele Tage, wo es offenbar sehr warm war. Da wo Adi so richtig geschwitzt hat. Aber so richtig hart. Ja, das war schon eklig. Das war so eklig. Ja, wie es da aus den Armen rauskam. Boah. Das war, da denke ich so lange dran zurück. Das war bei dem Poster. Ja. Das dachte ich vorhin schon auf, wieso? Oh. Boah, ja, Alter! Was ist das denn, Alter? Adi! Oh! Okay! Wieso? Ja, und dann erst vor kurzem, würde ich jetzt fast schon sagen, die Shisha-Messe in Berlin. Ein paar andere YouTuber haben wir doch noch getroffen. Ja, das stimmt. Die Jungs von Bro Contra. Ja, Mann. Das waren die ersten. Das war echt cool. Die haben da. Die sind auch so cool drauf, die Leute. Die haben da ihren Kamin, ihren eigenen Kamin gekriegt. Ja, das stimmt. Namen. Und jetzt achtet doch mal bitte auf den Namen. Bro Contra heißen die Jungs. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video.
Video von der Messe in Berlin. Dann folgten noch andere Vorstellungen von Shisha-Ofen. Ja, da haben wir viele. Tommy hat ja wieder rausgehauen auf der Messe. Ja. Hier, neues Produkt hier, das habt ihr noch nicht, ihr habt da zwei. Einfach geil, der Typ. Ja. Wirklich Hammer. Ein One-Smoke-Aufsatz von Shisha-Ofen. Den Flame-Smoke von Shisha-Ofen. Dieses gute Stück ist der Tablet-Smoke. Die Skynet-Gastro von der Messe. Mein absoluter Glückskauf eigentlich. Wenn ich da vorbeigegangen bin, so. Eigentlich haben wir für dich eine Shisha gesucht. Die Frau fragt schon, na, für den suchst du eine Shisha, bla, wie viel sind sie denn kosten? Wie viel Geld hast du denn im Portemonnaie? Ich meinte 80, sie sagt okay, ich sag okay, zack, hatte ich eine neue Shisha, obwohl ich gar keine haben wollte. Ja, komm, du hattest ja vorher schon die andere gekauft. Ich hab die Lazizza schon gekauft, ja. Und dann, boom, war sie drin. Ja. Und das Gange Gastro ist doch mal ein richtig geiles Brett geworden. Stimmt, muss man sagen, das war die Amy, die Edelstahl, gefährter Stil. Dann auf der Messe die beiden. Ja, das reicht auch drei Schichten. Also, das stimmt. Gut, was ist dieses Jahr dazu gekommen? Die Dutschischer, die Kaya. Jetzt die Puka. Auch drei. Auch drei. Guter Schnitt, würde ich sagen. Ziemlich krass. Sechs neue Schichten in dem Jahr. Ich wollte gerade von Tabak reden. Bist du noch lange Phase, wo wir einfach keinen guten Tabak hatten, wo wir unser letztes Geld dann zusammenkratzen mussten, damit wir uns den Wildberry Chill von Social Smoke leisten konnten. Ja, richtig investiert haben. Das hat sich gelohnt. Ja. Ja, wirklich. Auf jeden Fall. Ja gut, dass echt sich über die Zeit Geld überall so ansammelt. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt hier, wir haben über 1000 Euro ausgegeben, allein für die Tabaksorten, die wir in unseren Videos vorgestellt haben. Das muss man sich mal geben. Eins fällt mir auch noch ein. Da wollten wir auch ein Video drehen, waren aber zu spät zu einer Tür, weil wir uns irgendwie noch durch die Wallach geschlagen haben. Stimmt, wie war peinlich eigentlich, dass wir da echt unseren Termin nicht halten konnten. Wo glücklicherweise Caro und Vanessa für uns einspringen. Genau, eingesprungen, damit das Video nicht ausfällt. Mhm. Genau. Das stimmt. Das haben die auch echt gut gemacht. Große Klasse auch nochmal. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Shisha-Team. Nur heute mal ohne das Shisha-Team. Ich bin Caro. Und ich bin Vanessa. Da kam einiges zusammen, ja. Und ich muss sagen, jetzt mal no homo hier. Wir haben jetzt ein Jahr 2017 Shisha-Team. Wir haben angefangen mit YouTube. Und mit euch beiden hätte ich mir, glaube ich, keine besseren Partner vorstellen können. Es macht einfach so Spaß, mit euch Videos zu machen. Ohne Scheiß. Und auch nochmal danke an alle Special Guests, die wir in unseren Videos hatten. Da kamen wirklich einige zusammen und es hat mit euch allen Spaß gemacht. Es hat vor allen Dingen mit euch hinter dem Bildschirm Spaß gemacht. Ihr habt irgendwann angefangen, so krass fleißig Kommentare zu schreiben. Und wir konnten einfach auch schön auf euch eingehen. Ihr habt geschrieben, welchen Tabak ihr haben wolltet. Wir haben uns den gekauft, gerne für euch vorgestellt. Also in Zukunft bitte mehr davon, das macht wirklich richtig Laune. Ja. Und ja, was soll ich mehr sagen? Das war ein erfolgreiches Jahr 2017 für uns und ich hoffe, 2018 wird nochmal genauso geil. To be continued. Genau. Danke, Adi. Psst.
Yeah! Ich freue mich halt wirklich auf 2018. Auf jeden Fall. Auf neuen Tabak, auf neue Pfeifen, auf neue Specials. Gewinnspiele. Neue Abonnenten. Genau. Also würde ich sagen, wünschen wir euch damit einen super, super guten Rutsch ins neue Jahr. Wir haben heute Silvester, den 31. Ihr wisst, was das heißt. Ihr müsst richtig ausrasten, also vollkommen eskalieren, wie damals in dem Toxic-Video. Und wenn nicht, sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, wir sind raus. Wir werden natürlich auch ordentlich feiern. Und da bleibt uns nichts mehr zu sagen, als wenn ihr es nicht schon getan habt, dann abonniert uns doch bitte. Lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt doch auch mal in die Kommentare, ob ihr so ein Format hier ganz cool findet, wenn wir einfach mal ein bisschen zurückschauen und so, sage ich mal, alte Videos nochmal so ein bisschen auffrischen, reinschneiden. Sowas macht auf jeden Fall Fun, das zu schneiden. Dann sehen wir uns hoffentlich im neuen Jahr 2018 wieder. Also schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, willkommen zurück beim Shisha-Team. Macht rein gut. Ciao, ciao. Tschüss. Weißt du noch, Alter? Nein. Was hast du gemacht? So. Das war gut.